Hallo Freunde, heute bin ich wieder mal zu Gast in einer anderen Küche und versuche einen Thai Curry zu machen, und zwar ein gelbes. Ja, genug der Vorrede, wir fangen einfach an. Und hier die Zutaten: Hühnerbrustfilet, Bergkoriander und normaler Koriander, diverse Soßen, ich erspare mir jetzt mal alle aufzuzählen, Gemüse, Chili, Kurkuma, Knoblauch, Bohnen, Pilze, Möhren, Salz und Pfeffer und Reis. So, beginnen werde ich mit der Vorbereitung des Hühnchens. Und zwar möchte ich das marinieren. Und unschwer zu erkennen, ich habe diesmal Handschuhe an, weil wir sind hier 4 Personen. Und sobald ich für Fremde, oder in dem Falle sind es ja nicht Fremde, aber für Freunde koche, benutze ich auch mal Handschuhe. So, wir haben jetzt 3 Hühnerbrüste zerlegt oder kleingeschnitten vielmehr. Und die werden jetzt mariniert. Dazu gebe ich, wenn denn der Verschluss raus ist, etwas vom Soja dazu. Ist mit Handschuhen offensichtlich nicht so einfach. Ja. Jetzt aber. Etwas Fischsoße. Und von der Oystersoße. So, das verrühren wir etwas. Und packen unser Hühnchen da rein. So. So, und jetzt kommen alle dran, die angebraten werden. Das ist zum einen die Schalotte, der Ingwer, Knoblauch, Kurkuma und die Habanero. So, als nächstes Knoblauch. Oh, beinahe ins Falsche. Hab mir hier so einen kleinen Mülleimer bereitgestellt. So, den Knoblauch schneide ich auch in feine Würfel. So, den Ingwer habe ich geschält. Und schneide ihn jetzt in Streifen. So, zum Schluss mache ich den Ingwer etwas kleiner. So, und jetzt nehmen wir uns das Zitronengras. Schneiden den harten Bereich raus und gehen mit dem Messerrücken, respektive mit der Seite, einmal drauf an. So, das Zitronengras ist auch fein zerhackt. So, den Kurkuma sollte man immer besonders behandeln, nämlich vorsichtig abschälen und auch wieder Handschuhe anziehen. Das sind übrigens andere, als ich vorhin das Hühnchen geschnitten habe, sei mal nur so erwähnt. Warum Handschuhe? Weil diese rote Farbe, außer man steht da drauf,
hält sich mindestens eine Woche an der Haut. Und da kann man waschen, wie man will. So, und den Kurkuma schneide ich ebenfalls in kleine Würfel. So Gott will und es mir gelingt. Habe eben gerade auch festgestellt, dass ich mit Handschuhen nicht gut arbeiten kann. Ist irgendwie nicht meine Welt. Aber wenn Kurkuma gewürfelt ist, dann ist die Sache mit den Handschuhen auch erledigt. So, war natürlich Quatsch, weil der Habanero ist ja auch noch zu schneiden. Und den werde ich ganz sicher nicht mit den bloßen Händen. So, die Kerne nehme ich raus. Das Ding ist sowieso schon scharf genug. Ja, ich bin noch am Rätseln, wie viel ich davon ranmache. Meine, jetzt hätte ich beinahe gesagt Gäste, aber in dem Falle meine Mitesser, die haben schon angedeutet, dass ja, scharf ist gut, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Ich glaube, ich mache nur die Hälfte. Das sollte reichen. Aber dafür die größere Hälfte. Auch wieder in Streifen. Also mir tränen hier schon nur vom Schneiden die Augen. Und die Streifen einmal gedreht und in feine Würfel. So, wir sind jetzt hier am Herd. Ich habe die Pfanne aufgestellt und Sinn und Ziel und Zweck ist, die Cashewkerne anzurösten. Wir haben uns eben gerade drüber unterhalten, was wichtig ist beim trockenen Anrösten von ob Nuss oder Pinienkern oder Cashew. Ja, man sollte immer ein Auge drauf haben. Unter Umständen können die auch verbrennen. So, dann sollte man das auch beherzigen, was ich gerade gesagt habe. Und man erkennt eigentlich, wenn diese Nuss auf der einen Seite leicht Farbe nimmt, dass eine leichte Rauchentwicklung und vor allen Dingen, es steigt ein Aroma hoch in die Nase. Und daran erkennt man, dass man also mit der Pfanne etwas machen muss, nämlich die Teile etwas bewegen. Und vielleicht auch etwas runterschalten von der Temperatur. So, mal so als Richtwert, 3 Minuten waren sie jetzt hier in der Pfanne. Und vom Röstgrad gefallen sie mir. Und jetzt kommen sie hier wieder zurück in die Schüssel. Herd aus. So, als nächstes werden die kleingeschnittenen Knoblauch, Zwiebel, Chili, Kurkuma und Zitronengras in der gleichen Pfanne angeröstet. So gebe ich das Ganze hier rein. Normalerweise wäre das oder sind das die Zutaten, die man für eine Currypaste nehmen würde. Ich mache das nicht. Ich mache das in einem Arbeitsgang. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Es kommt hier etwas Limettensaft drüber. Und von unserer Kokosmilch. Und die lasse ich jetzt einreduzieren auf so circa die Hälfte. So, natürlich habe ich wieder mal die Shiitake-Pilze vergessen. Die hätte ich auch gleich in der einen Pfanne oder in der gleichen Pfanne mit anrösten können. Aber man ist ja auch bloß ein Mensch. Und ich mache es jetzt in einer zweiten.
grob zerteilen. Also ich habe die Stiele rausgebrochen, grob zerteilen. Nicht zu fein schneiden. Ja, Zuckerschoten mache ich ran. Man kann auch Erbsen, man kann auch Mais ranmachen. Wäre alles im Sinne der Thailänder. Aber ich mag diese Zuckerschoten am liebsten. So, und die Kokosmilch ist etwas eingedickt. Das war der Sinn und Zweck. Und jetzt kommt hier der Rest rein. Und je nachdem, wie wir nachher die Menge an Flüssigkeit benötigen, kann man da auch mit normaler Milch arbeiten. So, jetzt kommt hier der Deckel drauf. Und ja, 3 von 9. Und jetzt kann das erstmal etwas vor sich hin simmern. So, mittlerweile habe ich auch schon etwas Gemüse geschnitten. Und die Pilze kommen auch wieder in die trockene Pfanne und werden auch nur leicht angeröstet. Wir sehen, im Gegensatz zu Champignons ist hier der feuchte Anteil sehr gering, tritt fast keine Flüssigkeit aus. Übrigens, apropos Flüssigkeit, Pilze sollte man nie abwaschen, jedenfalls nicht mit Wasser abwaschen, weil die sich dann vollsaugen und dieses Anrösten würde nicht funktionieren. Gilt für alle Pilze. So, und wir haben jetzt 3 Minuten die Shiitake in der Pfanne gehabt. Jetzt fülle ich sie wieder zurück ins Gläschen. So, und in die Pfanne, wo wir die Pilze angebraten oder angeröstet haben, werden wir jetzt auch das Fleisch anbraten, unser Hühnchen. Bisschen Sesamöl in die Pfanne. Und leicht abgetropft die Hühnerbrust. Die Pfanne nicht überladen, also nur so viel reingeben, dass der Boden bedeckt ist, nichts übereinander liegt, so wie hier. Eine Minute später kann das Ganze gewendet werden. Das muss jetzt nicht unbedingt goldbraun mit Kruste sein, weil Hühnchen wird auch ganz schnell mal hart und trocknet aus, gerade die Brust. Aber so leicht bräunlich soll es schon sein, so wie man es hier unschwer erkennen kann. Und pro Seite länger als 2 Minuten sollte man es auch nicht braten, weil es wird ja noch im Sud der Kokosmilch nachgaren. So, die 2. Runde ist auch angebraten und kommt hier wieder auf meinen Teller.
So, mittlerweile habe ich auch das Gemüse zerkleinert. Paprika, die Koriander, Pak Choi. Und die Zuckerschoten. Habe ich jetzt hier umgefüllt in eine Schüssel. Und jetzt kümmern wir uns um die Möhren. Und zwar möchte ich die in Julienne schneiden. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. So, zuerst werden die Karotten geschält. Jetzt werden hier die Enden abgeschnitten. Und in dem Falle, die sind ja nicht groß, werden sie einfach nur halbiert. Und für einen guten Stand schneide ich mir hier etwas ab. Man sieht hier, jetzt kann das nicht mehr hin und her wackeln. Und jetzt schneidet man in Längsstreifen. Die Karotte runter. Dreht sie auch mal ab und zu, wenn es etwas eng wird. Profis machen das natürlich absolut korrekt und da kann man dann also auch mit dem Messschieber nachmessen. Die sind alle gleich dick. Das erspare ich mir jetzt mal. Respektive, ich kann das eigentlich gar nicht. So, und jetzt gehe ich hier mal linksseitig ran. Und diese Stifte hier, die reichen mir auch aus. Man muss es ja nicht unbedingt übertreiben. So, ich habe es geschafft. Meine Stifte sind fertig. Kommen hier auch in die Schüssel mit dem Gemüse. Und wir ziehen wieder um an den Herd. Wir geben jetzt hier mein selbstgemachtes Curry Madras hinein. Das Video ist hier unten verlinkt. Und unser komplettes Gemüse. So, wir sehen schon eine herrliche Farbe. Jetzt kommen hier noch die Pilze hinein. Und jetzt wird das erste Mal abgeschmeckt, respektive gekostet. Hat eine gewisse Grundschärfe. So, und etwas Zucker. Würde ich sagen, hat noch gefehlt. So, jetzt fangen wir mit dem Reis an. Das sind schlappe 400 Gramm. Sollte reichen für 4 Personen Reis werde ich waschen. Und zwar gibt es ja da verschiedene Theorien. Die Asiaten waschen ihren Reis nicht, damit die Stärke, die an dem Reiskorn haftet, dafür sorgt, dass das nachher so schön klumpig wird und breiig. Ich mag das eigentlich lieber, wenn es so in Richtung Onkel Benz geht. So ein bisschen flockig und deswegen wasche ich den Reis. Dazu habe ich ihn jetzt in ein Sieb gegeben. Das Sieb über den Topf gestellt und lasse den Topf jetzt so weit mit Wasser volllaufen, mit kaltem Wasser volllaufen, dass der Reis ganz bedeckt ist. Haben wir jetzt. Jetzt mache ich das mal jetzt mit links und gehe vorsichtig
mit dem Finger in dem Sieb kreisförmig umher, hätte ich beinahe gesagt. Und wir sehen schon dieses milchig-trübe, das ist alles Stärke, die ich nicht gerne haben möchte. Warum mache ich das so vorsichtig? Damit das Reiskorn nicht bricht, also die Oberfläche nicht bricht. Und diesen Vorgang wiederhole ich noch zweimal. So, ich habe den Reis jetzt insgesamt zweimal gewaschen. Man erkennt es dann wunderschön, wenn das Wasser nicht mehr trübe ist. Und lasse ihn jetzt etwas abtropfen. So, der Reis ist genügend abgetropft. Und mein Topf ist aufgestellt. Und jetzt gebe ich hier die doppelte Menge an Wasser hinein. Also eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser. Logischerweise. Gebe ich hier etwas Salz hinzu. Auch das machen die Asiaten nicht. Der Jasminreis wird ungesalzen auf den Teller gebracht. Jetzt kommt hier der Deckel drauf. Und ja, einmal aufkochen, runterschalten und 17 Minuten warten. So, ab und an wird hier umgerührt. Und wenn der Reis fertig ist, dann ist das Gemüse fertig. Kurz davor kommt unser Hühnchen wieder rein. Aber bis es soweit ist, wieder Deckel zu. Unschwer zu erkennen, der Reis kocht. Jetzt wird er noch einmal umgerührt. Dass sich so ein bisschen am Boden absetzt, ist nicht zu verhindern, passiert auch beim Reiskocher ab und an. So, jetzt gehe ich hier runter auf 1,5 von 9. Und jetzt wird der Deckel nicht mehr geöffnet, bis der Reis fertig ist. So, nach 17 Minuten habe ich den Topf vom Feuer gezogen, den Deckel leicht geöffnet und jetzt muss das Ganze noch etwa 5 bis 6 Minuten ruhen und dann kann serviert werden. Wer das Video nachkochen möchte und wem das Video gefallen hat, der gebe mir bitte einen Kommentar und einen Daumen nach oben und ja, uns in dem Falle einen guten Appetit und jetzt wird angerichtet. So, zu guter Letzt habe ich noch die Cashewkerne hineingegeben. Und ja, wenn der Reis gut gezogen hat, dann sind wir wirklich fertig.